Hey, ist das hier das Schweigen der Lämmer oder das Schweigen der Hammel? Hammel. Was habt ihr gerade? Wir haben den ersten Shot aufgenommen, jetzt schnippeln wir und dann ist der nächste. Ach, die läuft gar nicht? Nee. Sich doch noch Hilfe mal holen muss. Aber es ist alles geschnippelt. Ja, und ansonsten? Ja, wir haben die 8 Uhr. So, der nächste Schritt ist, dass wir jetzt im Dutch Oven uns Rapsöl erhitzen und als erstes dann die Zwiebeln an der Glasen machen. Genau, und dafür hole ich euch jetzt mit an den Dutch. Ach, guck mal. Hey Gerrit, du machst mir mit dem Gemüse jetzt aber nicht meinen Dutch Oven kaputt. Oh, das tut mir leid, da muss ich Gemüse rein, Micha. Aber Fleisch kommt auch noch rein. Was wird das Feines? Das wird ein Chili für heute Nacht bei GMF. Oh yeah. Ja, schauen wir nachher einfach mal wieder rein. Ich hoffe, ich habe euer Video sauber gecrashed. Richtig, du hast es wieder geschafft. Irgendwas blendet bei dir hier. Da, genau da. Da blendet die Leuchte? Das geht ja gar nicht hier. Warte mal. Oh, ja, dann schalte ich die jetzt mal ab und komm gleich wieder dazu. Seid ihr da jetzt schon weiterkommen? Ja, Micha, aber wir haben jetzt nochmal umgebaut. Fleisch ist drin. Fleisch ist drin. Die Feuerbrücke, dein FT18 von Petromax. Ja. Und das Hack wird gerade krümelig gebraten. Guck mal, ich zeig das mal einmal. Hier, schau mal. Ich rühre mal um. Kurz nur mit raus noch. Dann geht gleich nochmal wieder das Gemüse mit rein. Wir haben die richtige Hitze jetzt hier. Und wenn das nachher köchelt, hängen wir ihn in der Feuerbrücke ein bisschen höher. Wunderbar. Was hältst du von der Feuerbrücke? Ast rein. Also ich muss sagen, vielen Dank, Sophie. Tolles Teil. Damit können wir was anfangen, oder? Das ist wirklich super. Gerade hier für so ein Event optimal. Wunderbar. Macht Spaß. Absolut. Und von der Stabilität? Absolut festbar. Hier wackelt gar nichts. Guck dir das an. Wir rühren hier drinnen rum. Da passiert da wackelt an dem Gestänge gar nichts. Nee. Also das ist absolut stabil. Ich hatte am Anfang Bedenken, gebe ich zu, aber die Bedenken haben sich absolut zerstreut. Ich hoffe, damit sind die Unken, wo das letzte Mal da wegs dem Ding rumgemaulert haben, auch zufrieden. Und wenn nett, ist mir es auch egal. Richtig. Deswegen stecke ich euch jetzt wieder auf den Stecker. Trinken der Thorsten und der Bernd und ich erstmal ein Bier. Genau. Bis dann. So, kann drauf? Ja. Warte, ich komme rum. Nö, so geht's drauf. Geht? Ja. Gut. Schnell mal ab. Da passt's. Leute, irgendwas gegen 12 haben wir jetzt gleich. Da unten stehen sie um den Topf rum. Sollte auch bald fertig sein. Aber wir haben hier oben. Noch Schweine Dry Aged Koteletts drauf. Und es wird natürlich. Das heißt natürlich, wir haben hier das Inkbird. Das Funkthermometer. Ja. Und? Ja, ganz genau. Auf 58 Grad eingestellt. Und ja, jetzt warten wir, bis das fertig ist. Jo, das Inkbird hat einen guten Dienst geleistet. Wir haben es runtergeholt. Genau, das kann der Micha. Guten. Das kann man jetzt schon wieder missverstehen. Der Professor wieder. Mensch. Also, lecker Schmackofatz. Die da unten schieben sich schon das Chili im Hals. Er schiebt sich schon das Chili im Hals. Und ich habe immer noch nichts. Jetzt geh hinunter und hol mal was. Ihr seid doch Schweinebacken. Kein Mensch hat nach oben geschrieben, dass fertig ist. Doch, aber ich habe nichts mitgekriegt. Ja. Chili essen! Ah, okay. Maja, Micha. Schauen wir mal. Ein Stück Brot. Wir sollen den Topf essen. Ich werd wahnsinnig. Du sollst den Topf nicht essen. So, bitteschön, Micha. Naja, dann essen wir halt. Jo! Dann machen wir hier mal ein Probierrelle wieder mal. Aber es ist heiß, ne? Ja. Deswegen warte ich noch einen Moment.
Ich glaube auch nicht, dass, dass mir das weggefressen wird. Da warte ich noch eine Stunde. Nee, ich glaube auch nicht, dass das so schnell wegkommt. Deswegen warte ich noch eine Stunde. Da ist halt eine angenehme Temperatur. Ja. Haben wir die Koteletts schon ja, gut. Ein bisschen verdaut. Also absolut nicht überwürzt. Gut. Hier, ich habe noch, wer sich das ein bisschen aufpeppen will, noch zwei Sachen, die ganz gut passen können. Ein bisschen Jalapeno und noch ein bisschen Coffee Rub. Hast du eben gesagt, wenig. Langsam. Also auf, ich finde es sehr lecker. Komplette Video dazu. Seht, könnt ihr bei Beef and Meat anschauen. Genau. Ich weiß nicht, ob er es bis jetzt schon rausgebracht hat oder nicht. Einfach gucken. So, Freunde, Samstag. Wir haben es jetzt schon irgendwas gegen 11 Uhr oder so. Ich habe die Cam jetzt noch beim Laden gehabt. Deswegen habe ich jetzt das ganze, die ganze Frühstücksorgie nicht gefilmt. Es war hammergeil. Wir haben lecker Frühstück gehabt. Und jetzt sind wir schon am Planen, wie es weitergeht heute. Ich denke, das wird auch nochmal der Hammer. Hier könnt ihr nochmal kurz... Ja, so die Reste vom Frühstück. Sogar Weißwürste hat es gegeben. Draußen wurden frische Toast gemacht mit Bacon und Spiegelei und Käse. Also die Sandwiches waren auch richtig lecker. Und jetzt versammeln wir uns hier draußen. Ja, und dann gibt es erst einmal nochmal eine Ansage. Besonders auch, wie es heute weitergeht. Und dann noch mit einem kleinen Gewinnspiel für uns jetzt hier. Da gibt es nämlich noch ein Inkbird-Thermometer zum Gewinnen. Aber das wissen sie alle noch gar nicht. Und es geht schon wieder los. Genau, deine Gemeinde. Ja. Was wollte man jetzt eigentlich loswerden, Professor? Ich glaube, das, was du im Arm hältst, da wolltest du was zu sagen. Und dann werde ich das Tagesprogramm verkünden. Also, ihr habt es ja noch gar nicht gesehen, weil das Video noch gar nicht veröffentlicht ist. Ich habe von Inkbird Thermometer gekriegt. Die haben mich gefragt, was für eins ich möchte. Dann habe ich mich für ein Funkthermometer entschieden. Weil fürs Handy habe ich ja schon eins. Mein altes Funkthermometer keine Reichweite hat, habe ich mir gedacht, ich probiere jetzt dieses Inkbird nochmal aus als Funkversion und sehe da, das Ding hat eine Reichweite, das ist mal richtig geil. Also mein altes Thermometer mit Funk, Küche, Wohnzimmer, kein Empfang mehr, das hier ohne Probleme. Inkbird hat mir noch ein zweites zur Verfügung gestellt. Das darf ich heute hier loswerden. Ich habe mir jetzt gedacht, es soll jemand kriegen, der es wirklich braucht, der noch keins hat. Wer von euch braucht unbedingt ein Thermometer? Also Rita Kruse hat überhaupt keins. Rita Kruse hat überhaupt keins? Nein. Dann bitte mal die vorkommen, wo unbedingt ein Thermometer möchten. Weil die oder benötigen. Jetzt, die machen nämlich jetzt Kniebeugen auf Zeit. Oh nee, das kann ich nicht, ich hab Knie kaputt. Das ist uns egal. Man muss doch was tun. Fürs Thermometer. Und das Witzige ist, es sind drei Damen. Sensationell. Drei Damen hierher ins Kamerabild. So ab hier, schön. Die drei Damen vor hat sich da drüben nicht noch jemand gemeldet gehabt? Ich hab ihn nicht gemeldet. Alles klar. Von euch jetzt? Keiner mehr? Drei Leute bloß? Ja, ist doch gut. Das ist cool. Nein, wir haben hier jetzt drei Leute. Schreibt die mal und an, ob die noch drei Damen. Drei Damen. Irgendwie cool, oder? Am liebsten wären wir es ja jetzt gewesen, ich hätte drei gehabt. Aber ich habe leider nur ein Thermometer. Wir werden uns hier jetzt... einen Mathe-Test machen. Nein. Wir sind hier auf GMF-Grillen mit Freunden. Drum werden wir uns irgendwas noch ausdenken. Das werden wir alle hier jetzt noch unter uns abklären. Was ihr machen müsst. Aber es hat was mit Grillen zu tun, keine Angst. Ja. Ihr seid dabei mit einem kleinen Grillbattle. Gegeneinander, ist das gut? Ja. Ich sehe die Begeisterung. Ihr dürft euch jeder noch eine Person zur Hilfe nehmen.
Habe ich gerade so entschieden? Wen nimmst du denn? Mein Papa. Hat you first? Ja. Wen nimmst du? Weiß ich noch nicht. Ansonsten empfehle ich dich ein. Also nur Micha und ich, wir fallen natürlich, wir sind nicht. Also wir werden hier jetzt nicht den riesen Aufriss machen. Wie? Schatz, wir werden nachher noch kurz in den Städtlein fahren und irgendwelche Gemeinheiten einkaufen. Juckpulver. Nein, ihr werdet jeder die gleichen Zutaten bekommen. Dann dürft ihr was Leckeres machen. Wir werden dann durchkosten und entscheiden, wer das Beste zusammengebastelt hat. Also aber Blind Tasting, ne? Also wäre ja sonst blöd. Also ich bin da relativ unparteiisch. Ach so, okay. Und ja, wer gewinnt, kriegt dann das Instart. Ist das in Ordnung? Ja. Ja. Wunderbar. Also könnt ihr euch schon mal überlegen, mit was wir sie quälen. Gut. Dann würde ich gerne noch so ein bisschen was machen. Wir waren genau mal so frei und haben mal versucht, den Tag so etwas zu planen. Weil ihr habt ja mitgekriegt, wir haben relativ gut eingekauft, viel eingekauft und er kriegt jetzt schon Schweißausbrüche, weil er nicht weiß, wie das da alles reinpassen soll. Und deswegen haben wir uns mal so ein bisschen Tagesablauf überlegt. Der erste Gang wird, wie gesagt, sein, den hattet ihr euch ja gewünscht, Almighty mit Pommes. Gegen 13.30 Uhr, gegen so 14.30, 15 Uhr gibt es dann Mangal und diverse Kartoffel- und Nudelsalat-Derivate. Dann wird zwischendurch für den leichten Hunger der liebe Björn seinen Bread and Butter Pudding machen. Um 17 bis 18 Uhr kommt dann auch schon das Kachelfleisch vom lieben Bernd. Also Bernds Frau, hallo, ich habe mit deinem Mann nochmal gesprochen, der hat das wieder reziprok gedreht, was wir zuvor geplant hatten. So. Ich habe ihn dabei unterstützt. Ja. Beim Drehen. Ja, genau. So, dann gegen 19 bis 20 Uhr gibt's Ribs. Und da ist jetzt vielleicht die Frage, wir bauen jetzt hier gleich die Ribs auf. Gebt uns euren Input, was wollt ihr für Ribs drauf haben, was wollt ihr für eine Gartechnik haben, aber ich denke, da finden wir was. Es sind 10 Kilo, wir können auch unterschiedliche Sachen machen, da brauchen wir gleich eure Hilfe. Ja. Habe ich was falsch gesagt? Wir könnten die Damen mit den Ribs quälen. Habe ich dir doch gestern Abend gesagt. Echt? Ja. Habe ich schon wieder vergessen. Ja, du hast zu viel. Was haltet ihr davon, dass die Damen uns die Ribs machen? Wäre das was? Zustimmung der Herren. Ja, 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 wer ist, also, wer ist dafür? Weil das wäre ein geiler Contest. Ich glaube nicht, dass hier freiwillig jetzt ein Herr die Hand hebt, oder? Kann sich verheiraten hinter uns. Was will der da hinten? Ich kapiere den Witz jetzt gerade nicht mehr. Jetzt wirklich nicht. Das sind Björn-Witze, ich hab's auch nicht kapiert. Ich verstehe ihn jetzt gerade wirklich nicht, aber ist gut. Also, der Rips-Contest, ich fände es geil, aber wie sieht das aus? Sollen die Damen die Rips machen? Ja. Also dann hätten wir drei verschiedene Arten von Ribs auf jeden Fall. Gut, dann braucht ihr keine Gemeinheiten zu kaufen. Genau, genau. So, dann haben wir ja schon 20 Uhr. Dann haben wir ungefähr eine halbe Stunde Pause, wo der Magen etwas entspannen kann. Weil dann gibt es zwischen 21 bis 22 Uhr die Chicken Wings. Um eine Dreiviertelstunde später wird dann der Nierenzapfen serviert. Und dann gibt es nochmal so einen leichten Kartoffeltopf für obendrauf, hinten, vor und zwischendurch. So. Und wer dann noch Hunger hat, können wir immer noch mit diversen Bratwurstspießen und Schwenksteaks vom Schwenkgrill zwischensteuern. Ist das so ungefähr nach eurem Geschmack? Das oder habt ihr Angst, dass er euch überfressen tut? Doch, das hatten wir ja. Also wir Bread and Butter Pudding. Also wir haben den Bread and Butter Pudding und Fräulein Julie ist noch bereit. Sie könnte immer noch Crepe zwischendurch machen. Und Crepe? Ja, ja. Deswegen, Crepe haben wir da. Wir haben auch noch Vanilleeis da. Also könnte man noch machen oder vielleicht ein paar Waffeln. Das Vanilleeis gibt es im Bread and Butter. Achso, okay, alles gut. Dann macht Madame Julie nur Bananencrepe und Nutella-Crepe. Wenn ihr Hunger habt, okay? Hört sich lecker an. Ich würde sagen, wir legen los. Okay, dann lesen wir es so ab. Was heißt das? Wann ist das? Ja, wo ist der Büffel? Ein Büffel gibt es auch noch. Der gute Büffel. Den schiebe ich irgendwann mit rein. Das ist ja ewig. Das ist ja bloß das Problem. Okay. Dann Büffel, du einfach los. Du machst das. Ja, weil, ich sehe ja, wann hier was frei ist, dass ich an Tafel noch hinstellen. Du kannst auch gleich anfangen mit deinem Büffel. Wenn du willst, Büffel sofort los. Ja. Dann machen wir das. Alles klar. Also für morgen
gibt es dann noch ein paar Highlights. Da gibt es noch Hüftsteak, Flanksteak und noch ein paar Crepe. Also dann, es gibt genug. Und ansonsten würde ich sagen, die Grillspiele sind eröffnet, oder? Ja, richtig. Und spätestens jetzt, wisst ihr, wir überfressen uns hier gnadenlos. Man muss nur wollen. So. Aus der Ecke kam noch ein Kommentar. Und zwar: Dicke Eier Weihnachts. Oh, nehmen wir sie mal in die Hand. Kommst du her? Kommst du her? Ja, es gibt auch noch Rollbraten. Einen Rollbraten auf den Kopf. Auf den Kopf, Sabrin, genau. Gut. Und mit, gefüllt mit Wacholderschinken und zwei verschiedene Käsearten. Na, da freuen wir uns doch auch schon drauf. Aber der läuft so nebenbei. Ja, können wir nachher gleich anfangen. Auch ein Grillgerät versuchen. Gut, wunderbar. Auch noch keinen Rollbraten drauf gemacht. Ja. Ja, dann schauen wir halt mal, wie er wird. Wenn er nichts wird, dann schauen wir. Ausprobieren, dann sehen wir schon. Ja, genau. Und wenn er in Flammen hoch irgendwie steht, wenn der Käse abfackelt, dann haben wir wenigstens ein schönes Video.